Ja, ein wunderschön. Ja, ich habe immer mein kleines neues, eben selbst gebasteltes Intro ausprobiert. Ja, wir wollen uns da fortentwickeln, weiterentwickeln und von daher. Aber erstmal euer Applaus, ja, und einmal für mich natürlich auch der Applaus, weil ich bin richtig stolz, den kleinen Weihnachtsmann. Ja, es ist weihnachtlich. Ja, man sieht es in den Läden, ne? Die ersten Weihnachtssachen kommen und so weiter. Und wir haben ein schönes Video gefunden. Ja, ich werde auch schon mal gleich rüber switchen. Ja, man kann mich sehen dann wunderbar. Leben Und leben lassen. zwar geht Was es hast du gemacht darum. vor Twitch, bevor du davon gelebt hast? Ich habe in einem Wettbüro gearbeitet. Echt? Naja, ich hab keine Ausbildung oder sowas. Ich habe auch keinen Abschluss, bin damals von der Schule geflogen. Echt? Ja, ich war 4 Wochen in Jugendarrest. Echt? Digga, was? Ja, außer Weiß auf man das? Bewährung Ich wusste das draußen. nicht. Echt? Ja. Weiß man, was du gemacht hast oder ist das geheim? Ja, doch, also ich bin halt in Geschäfte gegangen. Ja, es ist sehr, sehr amüsant. Muss ich schon. Fängt gut an, muss man wirklich sagen. Fängt gut an. Achtet drauf auf Kuchen TV. Echt? Echt? Echt süß. Ja, wir machen weiter. Es fängt schon mal, also ist sehr, sehr nett. Und wir kriegen sehr nette Infos über Skoro. Ja, also wie gesagt, was er so nebenberuflich vorher gemacht hat. Oder hauptberuflich, wie auch immer. Aber wir hören mal weiter. Gegangen zu Okay, Nichtöffnungszeiten. krass. Würde ich aber auch nicht nochmal machen. War auch scheiße mal Aus so. Geldnot oder so aus jugendlicher Leichtsinn, dass du einfach so eine Gruppe hast, die gesagt hat, boah, es ist voll cool, das zu machen, oder? Unzufriedenheit mit meinem Leben. Und so einen Dann. Kick gesucht oder auch so ein bisschen Geld halt natürlich dann wahrscheinlich. Ja, Geld. Ich brauche dann natürlich auch Geld, so klar. Keine Ahnung. Ich dumm auch. Ich weiß nicht. Ich würde chemisch, sage ich ehrlich so. Also. Keine Ahnung, Und ich 4 Wochen schwitze, keine Jugendknast? Ahnung. 4 Wochen Jugendarrest. Krass. Zweimal zwei. Ich bin die ersten 2 Wochen nicht angetreten. Also du bekommst mal so einen Brief, wann du da hinkommen sollst. Und ich bin da nicht hingegangen, in Remscheid. Grüße ihn raus. Und bei meiner nächsten Gerichtsverhandlung irgendwann, ich habe auch Rolex-Uhren verkauft, die ich nicht besaß. Und Originale, richtige, oder? ja, ich habe sie ja nicht gehabt. Also ich habe Ach so, ah ja, vorgegeben, okay. Ja, Rolex-Uhren zu okay. haben, die ich nicht habe. Und Aber haben die einen richtigen Preis gezahlt? Also so ein paar tausend Euro, ich oder? habe es halt einen Tau billiger gemacht und Leute haben halt, wie so ein Kevin hat dann gekauft, verstehst du, was ich Krass. meine? Aber dann hast du ja gut Geld gemacht damit, oder? Weil Ja, Rolex-Uhren dann sind war ja ich, schon. ja, ich war auch spielsüchtig halt, das war halt auch ein Grund, warum ich das Ganze gemacht habe, tatsächlich. Ja, genau. Also, ich will mal kurz zusammenfassen, ja? Weil ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht und ich denke, das ist ein Interview, was 56 Minuten lang geht, ja? Wo über GTA und was weiß ich nicht alles gesprochen wird. Ich finde aber diesen Teil mit am interessantesten, ja. Und deswegen möchte ich mir diesen Teil mit euch gemeinsam anschauen, weil gerade Casino ist ja eine sehr brisante Thematik, ne? Und Skuro ist ja da auch ein Hauptakteur drin. Wir viele Infos bekommen, wobei ich schon mal so vorweg sagen muss, ich habe mir den ersten Teil, ja, also die ersten, keine Ahnung, 40 Minuten schon natürlich auch angeschaut, ja. Und so vom Sumé kann ich schon mal sagen, Skuro ist eigentlich eine sehr sympathische Person. Zumindest kommt er so rüber in dem Interview mit Kuchen TV. Ja, gut, aber das Interview muss man jetzt fairerweise sagen, ist letztlich gesehen aufgenommen worden kurz vor dem Skandal mit Kuchen TV. Ja. Mit dieser Heulattacke da. Das ist 20, ich weiß gar nicht, am Anfang wurde das eingeblendet, 2020 oder 2021. Hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Aber gut, man kann sich das ja im Originalvideo unten dann notfalls die Info nochmal rausziehen, wenn man das unbedingt haben möchte. Also es ist das, was Kuchen TV jetzt veröffentlicht hat, ist sehr, sehr lange her. Ja, also gefühlt knapp 2 Jahre. Und ja, da sieht man mal, wie sich Menschen innerhalb von 2 Jahren verändern können, ne? Weil jetzt wird's, also das ist aus meiner Sicht der interessanteste Part des ganzen Videos. Ich habe sehr, sehr viel Geld verzockt und ja, dann bin ich meine erste Strafe nicht angetreten, die ich bekommen habe und dann hatte ich immer halt neue Verhandlungen gehabt und dann saß der Richter vor mir
Ja, und dann hat es an der Tür geklopft in der Gerichtsverhandlung. Ja, Polizei da, Haftbefehl, haben sie mich direkt mitgenommen nach der Gerichtsverhandlung. Krass. Wie ist das, Jugendarrest? Ist das wie Knast halt ein Jugendding oder konntest du Wochenende raus? Oder? Also der richtige Knast ist deutlich angenehmer tatsächlich. Der einzige Unterschied zum richtigen Knast ist halt die Zeit, die dich kaputt macht, sage ich mal. Du weißt, du bist 2 Jahre drin im richtigen Gefängnis. Im richtigen Gefängnis hast du ja auch Fernseher und Co. Jugendarrest ist, du sitzt auf dem Stuhl den ganzen Tag und du guckst nur der Wand an. Du darfst auch dein Bett nicht benutzen, das ist verboten. Die gucken alle 15 Minuten durchs Schlüsselloch. Echt? Ja, ja. Also ist, wirklich, ist das normal oder ist das nur, das ist doch... Also das ist auch nicht länger erlaubt als 4 Wochen. Das ist ja auch das, was ich glaube im richtigen Gefängnis, das ist wie Einzelhaft. Es ist Einzelhaft, nur halt auf 4 Wochen länger darf man es nicht machen. Wie lange kommst du da, darfst du da raus am Tag? Eine Stunde? Eine Stunde hast du Freigang, genau. Eine Stunde hast du Freigang. Und ich glaube, das würde mich mega kaputt machen. Also ich auch... Also das denke ich auch, das macht, das verändert auch Menschen. Also gerade, also das finde ich jetzt sehr, also sowas habe ich noch nicht gehört. Ja. Gut, Gefängnis an für sich soll ja also wie Urlaub sein im Vergleich zu U-Haft und so weiter. Aber dass man nur sitzen darf, ja, und sich also nicht aufs Bett legen darf, das ist hart. Also das kenne ich nicht. Also das habe ich noch nie gehört. Ich habe ja auch noch ADHS, ich kann gar nicht ruhig sitzen, ich muss immer irgendwas machen. Halt. Ich finde das aber gut, dass es das gibt. Ich finde es nur komplett falsch eingesetzt. Hätten die das bei mir schon nach, keine Ahnung was, nach kurzer Zeit gemacht, nach der ersten Scheiße, die ich gebaut habe, ich sage ehrlich, es hätte einen ganz anderen Effekt gehabt, als ich da drinne war. Ich wollte da nie wieder rein. Und dann bist du auch nie wieder straffällig geworden. Also nicht, nee, aber danach habe ich nichts mehr gemacht. Nee. Krass. Und dann hast du angefangen, in einem Wettbüro zu arbeiten einfach. Genau, habe ich im Wettbüro gearbeitet. Und du hast ja auch selber gesagt, dass du spielsüchtig warst. Das war, also war das dann... Also Automatensüchtig, ich habe viel Automaten gespielt. Ja, ein bisschen auch sportwettensüchtig, würde ich schon sagen, aber das war immer so, wenn ich kein Geld hatte, dann habe ich es nicht gemacht. Ja, und wie bist du da rausgekommen und auch reingekommen? Ins Wettbüro? Ja, ich habe Sportwetten ganz normal... Nein, also wie man so in diese Spielsucht rutscht, wie das bei dir so war. Ich hatte Schluss mit meiner Freundin. Konnte ich verkraften. Und dann halt meine Zeit irgendwie gesucht, irgendwie mich abzulenken. Und das waren halt die Glücksspielautomaten. Und dann brauchte ich Geld, um zu zocken. Und dann habe ich halt Scheiße gebaut. Und ja, so kam das halt. Aber heute ja auch gar nicht mehr, nehme ich mal an. Nein. Oder? Also ich habe vor 2 Jahren, als das mit Monte und diesem Casino-Hype war, oder ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, so, da habe ich auch mit Kevin so abends dann auch gespielt. Ja, auch ein bisschen vielleicht zu viel wieder gemacht, so, aber es war jetzt nie der Punkt, dass ich sagte, ich wusste nicht mehr, wie ich da rauskomme oder so. Das habe ich jetzt nicht. Wie ist das generell so? Spielst du heute noch so selten mal oder gar nicht mehr so? Oder würdest du sagen, du würdest da schnell wieder reinrutschen oder war das wirklich nur so wegen der Freundin halt, dass du das nicht verkraftet hast? So? Also dass es das Umfeld macht, sag ich mal. Also glücksspielsüchtig war ich halt wegen meiner Freundin so. Also das war für mich der Auslöser, nicht wegen ihr, sie ist ja nicht schuld. Und ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt spiele, ich gehe ab und zu auch mit Kevin ins Casino oder so, aber das ist einfach nur just for fun. Es gibt so ein altes Sprichwort, das fällt mir nämlich gerade ein. Wie ging das nochmal? Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Oder war es Pech in der Liebe, Glück im Spiel? Aber das ist so ein altertümliches, das trifft irgendwie zu. Ich habe ja damals auch mal so eine Zeitphase gehabt, wo ich Roulette gespielt habe, Hitfeld. Ich muss ganz ehrlich sagen, katastrophal, ja. Ich habe teilweise sehr gut gewonnen, ja. Ich habe immer auf Zero letztlich gesehen gespielt. Und das heißt, es gab, das war noch zu D-Mark-Zeiten, ne? 100 D-Mark eingesetzt, 3500 D-Mark bekommen. Ja, also richtig geiles Geld. Aber ihr dürft mich nicht fragen, wie oft ich keine Knete mehr hatte für ein Taxi und ich musste dann von Hittfeld zu Fuß nachts nach Harburg laufen, da wo ich gewohnt habe. Erst in der eigenen Wohnung und dann später in der WG, also alles im gleichen Haus, auch alles befreundet dort, ne? Aber gut, das hat sich nachher auch alles verfeindet und so weiter. Aber das war, also ja, letztlich gesehen, es gewinnt immer die Bank. Das muss man einfach wissen. Wenn man spielen kann, dass man das Geld übrig hat und es nicht braucht, ist vielleicht eine andere Sache. Aber das wäre mir, muss ich ganz ehrlich sagen, zu schade.
Also ich würde das Geld dann lieber anders ausgeben oder auch anders anlegen, weil da kannst du teilweise mehr Geld machen, als was du mit Glücksspiel machen kannst. Also muss man ganz ehrlich sagen. Okay, nur mal so ein kleiner Randeffekt. Ne? Ich habe auch zum Glück auch gar nicht diesen Reiz, da das zu machen, weil ich verdiene viel zu viel Geld. Das ist gar nicht mehr da, dass man irgendwie, dass ich mich freuen könnte. Also keine Ahnung, wenn ich, die Automaten, es gibt ja so einen neuen Glücksspielstaatsvertrag, zum Glück, der hat alle Casinos auseinandergenommen. Ja. Aber für Casinos in Deutschland zählt der ja nicht, also für diese richtigen Spielbanken, oder nicht? Genau, aber die richtigen, der zählt für die Online-Casinos überall. Ja, ja, genau. Genau. Aber in diesen Geldautomaten, also für die, genau, die Spielbank, da zählt das nicht, da könnte man auch alles verzocken in der Theorie. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, zählt das für die? Ich glaube nicht, nee, weil da war vorher auch kein Limit. Also nein, zählt nicht. Also in der Spielbank kannst du letztlich gesehen, also es gibt ein Limit, ja, also jeder Tisch hat irgendwo ein Limit. Aber das ist mehr dann zum Schutz der Bank, damit du das nicht irgendwie so hoch spielen kannst, dass du letztlich gesehen die Bank sprengen könntest. Ja? Deswegen haben die gewisse Limits. Aber so jetzt für eine Person selber, also zumindest wie ich das damals alles erlebt habe, man konnte da spielen bis zum Abwinken und ich denke, das hat sich heute auch nicht geändert. Man kann sich auch selber auf eine Liste setzen lassen. Ja, solche Sachen wurden, glaube ich, eingeführt. Aber ich sage immer, normalerweise finde ich das schon krass, dass letztlich gesehen Vaterstaat da auch so dick im Geschäft mit drin ist. Ne? Aber es ist, wie gesagt, eine Geschmackssache. Okay, wir hören mal weiter. Du hast recht, ich glaube, für die zählt das gar nicht. Bad Harzburg war ich schon mal und in Berlin war ich schon mal spielen. Da kannst du einfach einen Automaten halt, packst 50 Euro rein, kannst direkt spielen. Da sind auch direkt rübergebucht, ja. Das habe ich auch gar nicht die Zeit dafür. Das kostet mich. Also die Automaten heutzutage sind ja so, ich glaube mittlerweile sogar 10 Euro. Sind es 60 Euro in der Stunde, was der mit diesem Buchen machen kann. Und du kannst immer nur 10 Euro reinstecken, sonst alles andere holt er wieder raus. Genau, holt er mal wieder raus. Ich dachte, es wären 23. Egal. Auf jeden Fall. 60 Euro gehen maximal in einer Stunde oder 80, es sind maximal 80 auf jeden Fall und online kannst du auch nur auf 1-Euro-Fach drehen, zum Glück, ja. Also ich habe mit Kevin Abende gemacht, da haben wir 50er-Umdrehungen auch gemacht. Wirklich. Ach, echt? Ja, wirklich. Junge, habt ihr gewonnen, oder? Ich habe 30.000 gewonnen bei Monopoly. Echt? Das war wirklich krass, ja. Also ich weiß nicht, jeder, der spielt, hat mir schon Stories gesagt, dass der krass gewonnen hat. Ich habe viele auch wieder verballert. Also. Ja gut, aber ich habe auch noch, also generell noch nie so einen hohen Gewinn gehabt. Auch auf 1 oder 2 Euro ist jetzt das Maximum, was ich halt spiele. Aber auch da mal irgendwie ein Taui oder so wäre schon cool. Noch nie. Ich sagte, das ist alles Betrug. Das ist also ich habe das einmal selber bei mir erlebt. Ja, das war in Casino in Hamburg. Ja. Hier da, wo auch die Elbe ist da. Und ich habe ja auch damals, also das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Jahre liegt das zurück, ne? Gespielt auf Zero. Es kam Zero. Das war so eine Angewohnheit, ich habe es, dass man den Einsatz liegen, also so habe ich das kennengelernt, ja. Dass man den Einsatz liegen lässt, dann habe ich den Einsatz liegen gelassen. Es kam nochmal Zero. Dann kam eine andere Nummer, an die ich mich nicht mehr erinnere. Dann bin ich ausgestiegen und es kam nochmal Zero. Hätte ich das liegen gelassen, das wäre so ein geiler Win gewesen. Aber wir hatten schon, dass fast dreimal hintereinander Zero kommt. Ne? Also das sind so diese Zahlenkombinationen, die, ich sag einfach mal, gefühlt alle 100 Jahre vorkommen. Aber ja... Wie gesagt, also ich bin ich will nicht sagen, dass ich aus dem Alter raus bin, aber es interessiert mich. Also ich schaue gerne mal Casino-Streams, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber ich würde jetzt selber nie spielen. Also ich habe auch nicht dieses Gefühl, dass ich jetzt da auf eine Casino-Seite gehen müsste und jetzt da irgendwo, ich sag mal, ja, 100 Euro oder was ich einzahle, das wäre mir einfach, kämen bei, auch wenn ich jetzt hier irgendwo die dicke Knete liegen hätte, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nein,
Ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt mal, wenn man jetzt so einen Urlaub macht, so Macau und so weiter, dass man dort mal für einen Abend mit Freunden ins Casino geht. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber jetzt so irgendwie Casino spielen, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, das juckt oder das reizt mich derzeit überhaupt nicht. Also man soll ja nie, nie sagen, also, das habe ich ja auch schon erlebt. Aber nein, das wäre jetzt für mich nicht der Fall. Das ist der größte Betrug. Deswegen, ich bin auch gar kein Freund vom Supporten von sowas. Da war ja auch diese Geschichte im Torwart, hast du selber mitbekommen. So, und diesen Punkt habt ihr eben gehört. Er ist kein Mensch, der Casino supportet. Wie gesagt, das Video ist jetzt irgendwie 2 Jahre alt. Ne? Jetzt muss man sich einfach mal fragen, und das ist so das, was sich bei mir dann irgendwo stellt, welche Summe wurde ihm vom Casino geboten, dass er seine, ich sag mal, Prinzipien, die er hier ja letztlich gesehen uns kundtut, über Bord wirft. Das muss so eine verdammt hohe Summe gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man so eine Meinung vertritt und er redet jetzt ja klipp und klar, dass er sich gegen Casino ausspricht und so weiter. Ja, und argumentiert das jetzt auch gleich noch. Oder Air Monte und so, ich weiß nicht. Also glücklich ist sehr gefährlich. Ich muss sagen, ich finde, also bei mir ist auch, ich bin halt glücklich, ich bin irgendwie nicht so affin, dass ich da so glücksspielsüchtig werde. Also zumindest so jetzt nicht so schnell auf jeden Fall. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich war letztens, wo die Meinungsblogger bei mir in Braunschweig waren, waren wir halt auch Bowling spielen und daneben ist auch halt ein Spielo. Und wie du halt sagst, erstmal dauert das mega lange, bis du das Geld rüberziehst. Dann hatte ich halt auch irgendwie ein bisschen was gewonnen, hatte so 40 Euro. Und habe auf 50 Cent gespinnt und nichts mehr bekommen, halt komplett runter. Und dann, da habe ich auch keinen Bock mehr so. Weil ja. Andere sagen dann vielleicht, ich muss das Geld jetzt gewinnen. So, ich wollte einfach nur nach Hause, weil ich dachte, ey, was ist das denn für eine Verarsche? Ja. Also, okay, vielleicht verliere ich, aber wenigstens mal Freispiele hätte man gönnen können. Ja. So, weißt du? Das ist halt, weiß ich nicht, ich finde, das ist halt, also haltet euch wirklich einfach fern davon. Ja, safe. Man, am Ende wird immer die Bank. Ja. Es ist aber so. Außer wenn ich Blackjack spiele, Digga. Da zeige ich es der Bank. Das ist auch verarscht, das Spiel. Ja, ich weiß. So den Vorteil allein dadurch, dass du ja zuerst ziehen musst. Du überkäufst dich, da hast du noch gar nicht gesehen, was die Bank hatte. Ja. Ich weiß. Das ist ja immer so, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit muss ja höher für die Bank sein, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Das ist richtig, ja. Ja, deswegen bin ich dann überhaupt ein Freund von Roulette mehr, weil das eine Zahl, also grün, also du spielst 19 gegen 18 Zahlen im Prinzip. So, aber ich weiß, ich finde halt Blackjack eigentlich am chilligsten, weil du da selber auch noch so ein bisschen halt schauen kannst, ne, was du halt machst. So, Roulette ist ja wirklich, da bist du ja wirklich einfach nur vom Glück abhängig. So, Blackjack gibt es ja wenigstens noch so Taktiken, wann du ziehen solltest und wann nicht. Klar, ist halt trotzdem Glück, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt dann oder dann größer oder geringer, je nachdem halt. Ja, klar. Also ich glaube, jeder Spieler findet für sein Spiel, was er ein bisschen mehr mag, positive Seiten, um das argumentieren zu können. Weil umgekehrt muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich Roulette bedeuten besser, weil du spielst Zahl gegen Zahl. Die Bank hat nur eine Chance mehr und das ist die Zero. Ja? Und von daher, also finde ich Roulette, also würde ich jetzt zum Beispiel Blackjack oder sonst was immer vorziehen. Aber guck mal, das sind nämlich dann schon diese Unterschiede bei Menschen. Aber wie gesagt, grundsätzlich sage ich auch, lass die Finger davon. Meinetwegen im Online-Stream anschauen, aber selber es spielen, nein, lasst es, ihr verliert. Ja, weil das wissen wir alle, die Spieler, die Casino-Streams machen, kriegen letztlich gesehen den Einsatz entweder ersetzt, ja, oder so wie Monte früher sagte, er hat im Prinzip 4.000 hochgeladen und hat dann nochmal 4.000 dazu bekommen, ja. Das sind eben halt, wenn die das dann verballern, sie das. Ja. Und letztlich gesehen muss man auch so sehen, ein Streamer weiß ja, was er an Content damit kreiert und was er wiederum rausholt. Also das ist für die kein Minusgeschäft in dem Sinne. Und das muss man einfach sich vor Augen halten. Aber wenn du jetzt ins Casino reingehst, ja, dann ist es ein Minusgeschäft. Ja. Es mag sein, dass du gewinnst, ja, war bei mir auch. Das erste Mal gewonnen, das zweite Mal vielleicht auch gewonnen, dann wieder mal eine kleine Pechsträhne gehabt, ja, und dann wieder gewonnen und so weiter. Ich habe das dann nachher auch, ich hatte ja eine gewisse Summe immer mit dabei gehabt damals, ja, die ich mir auch durch das Casino letztlich gesehen aufgebaut habe, ja. Ich habe also eigentlich mein Leben zeitweilig damit bestritten. So,
Und ich habe das dann so gehabt, zum Beispiel, wenn ich dann verloren hatte, ja, weil ich jetzt manchmal auf 100 gespielt hatte, ja, und das war damals verdammt viel Geld, ja, dann habe ich es wieder durch Rot-Schwarz-Setzen wieder mir aufgebaut und zwar war über Stunden habe ich gespielt, also wirklich ganze Nächte durch und so weiter. Und das eigentlich fast jeden Tag, ja. Und deswegen, also nein, ich habe verloren. Unterm Strich, klar, kann ich jetzt sagen, im Nachhinein, 40 Jahre zurückblickend, ich habe einen gewissen Zeitraum damit mein Leben bestritten, aber letztlich gesehen, es gewinnt immer die Bank. Also ja, und wie oft bin ich wirklich nach Hause gelaufen, ja, das muss man auch so sagen. Und ja, nein, macht es nicht. Ist scheiße. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen würde und ich könnte jetzt von heute an mit den Erfahrungswerten, die ich heute habe, zurückgehen in die Vergangenheit, ich würde es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war dumm. Hätte ich mir davon lieber was anderes gekauft, ein Fotoapparat oder sonst was, ja. Gut, Handys gab es damals noch nicht, also von daher Tablets auch nicht. Also ja, gut, die Auswahl war jetzt nicht so hoch, was man sich hätte holen können, aber ne, es rechnet sich nicht. Und das muss man einfach wissen. Natürlich. Weiß nicht, so am Tisch finde ich auf jeden Fall deutlich angenehmer, als da wirklich so Geld in Automaten zu drücken und dann zu spinnen und dann hast du meistens halt Pech. Ja, also, also wenn ich spiele, würde ich auch wirklich nur auf Spaß spielen, so ja. Wenn man mal am Abend weggeht. Das macht man schon. Dann bist du ja auch nach Madeira gezogen mit Kevin zusammen. Genau. Ihr habt ja auch sogar hier zusammen gewohnt. Das ist krass. Ich habe ihn ja auch gefragt, was war bei dir der Grund? Auch einfach hier haben Leute gewohnt und dann. Also von dir, Kollegen? Nee, also ich wusste das ja mit den Steuern unter anderem. Ne, und hier war mal gutes Wetter, hieß es. Unge war hier. Ist es auch. Also ich finde es krass hier, ne? Im Oktober ja, in ist Deutschland wirklich, ist gerade 5 Grad oder so. Das Wetter spielt für mich wirklich eine große Rolle. Ich sag dir ehrlich, also Deutschland, ja, dieses trübe Wetter, das macht mich einfach depressiv. Ja, ich weiß aber nicht. Hier ist manchmal zu heiß dann, oder? Im Sommer, Hochsommer so? Finde ich nicht. Ne? Es gibt einige Tage, das ist zu heiß, ja, aber ich finde echt nicht. Okay. Ich gehe auch selten raus, vielleicht, keine Ahnung, oder ich bin mit dem Roller, sehr viel mit dem Roller und ich genieße dann halt einfach den Wind. Ne? Ja, vor allem jetzt so, glaube ich, aber auch relativ viel Schatten irgendwie, ne? Weil alles ist irgendwie so eng aneinander gebaut irgendwie. Du brennst halt nicht viel in der Sonne, sondern die Gebäude spenden halt sehr viel Schatten, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv, weil sie bauen nur sehr hoch und sehr viel aktuell hier, deswegen ja. Ja. Willst du hier für immer wohnen? Kannst du dir das vorstellen, dass das mal dein Leben ist für immer hier oder ist das auch so ein paar Jahre, wie viele Influencer und dann wieder zurück irgendwann? Also jetzt, wo ich nicht mehr mit Kevin lebe, kann ich es mir vorstellen. ja, ich denke mal so, irgendwann werde ich bestimmt wieder zurück nach Deutschland gehen. Also Deutschland ist auf jeden Fall meine Heimat. Ich hätte auch eigentlich Bock, nach Amerika zu ziehen so. Aber dafür brauche ich erstmal Geld. Also du bist da generell offen. Auch ja. Für dich muss es jetzt nicht Deutschland sein, sondern vielleicht hier Amerika, Deutschland. Also ein Haus oder eine Wohnung in Deutschland, doch, das schon. Also Deutschland ist auf jeden Fall mein Zuhause, das muss bleiben. Okay. War es kompliziert eigentlich hier hinzuziehen? Auch mit jetzt ummelden und Sachen rüberholen, Wohnungen? Also für Kevin und mich ist alles immer anstrengend, was schon irgendwie was zu tun hat, vom reinen Prinzip aber nicht so. Ja, nur mit Kevin in der WG, auf keinen Fall nochmal. War das so anstrengend oder? Ja, so das Ding ist halt. Gut, ich habe gehört, du hast auf jeden Fall auf der Couch geschlafen, ne? Das ist ja schon mal. Ja, genau. Also wir hatten halt ein Zimmer zu wenig halt und ich wollte eigentlich auch erst hier streamen und halt, ich hatte mein Schlafzimmer ja gehabt, dann habe ich aber gechanged und ja, Kevin hat halt hier jede Woche irgendeine Dame halt eingeladen, da war halt jedes Mal Besuch hier so, das ist halt, was soll ich sagen, ja. War wild, war wirklich sehr, sehr wild. Ja, dann hast du ja auch, habe ich so das Gefühl, auch immer mal wieder so Beef, also habe ich ja schon gesagt mit Excel, Beef halt, also ne, so eine Meinungsverschiedenheit. Ja. Unter anderem ja auch mit Papa Platte. Ja. Da haben wir auch schon mit Omen drüber geredet. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, was da mit dir los ist, wie du da so reingerutscht bist. Ja. Also ich habe eigentlich gar nichts gegen ihn so vom Prinzip. Der hat nur was. Wir hatten ein Problem mit Kevin, also mit Orange, und da kamen halt immer wieder Schüsse von ihm. Ich konnte mich halt auf Twitch nicht äußern, logischerweise. Oh, ich habe das immer ignoriert halt. Ja, und keine Ahnung, an sich, er ist ja ein guter Content-Creator so, aber dann kam halt diese Sache von Hungriger Hugo, war einfach total unsympathisch, so ich weiß nicht, was für einen Höhenflug der in dem Moment halt hatte. Und ja, um was anderes ging es mir da auch gar nicht, ich habe das kritisiert, der hat mir gar nichts getan, so persönlich jetzt, dass ich das irgendwie voll mitnehme, so, er ist mir egal, hat viel Problem mit Kevin, er sagt es mal, hat er nicht, ist gelogen einfach so, ja, weiß ich nicht. Ja, aber da ist ja bisher, habe ich auch gehört, dann eigentlich nichts mehr gekommen jetzt, ne? Also jetzt ist er gerade eigentlich ist auch nichts mehr gekommen, war ruhig, ich meine, seitdem ist er auch,
Ja, so zuschauertechnisch, glaube ich, hat es sich bei ihm bemerkbar gemacht, ja. Das Ganze, vor allem nach deinem Video so. Dürfte er auf deinem GTA-RP-Server streamen? Ich glaube, er wäre sich viel zu schade, um RP zu spielen. Guck mal, jetzt spielen alle RP. Er wird es nicht tun können, weil er hat sich viel zu sehr darüber lustig gemacht. Aber wenn er spielen wollen würde, wenn er sich an die Regeln halten würde, würde ich ihn sowas spielen lassen. Ich habe ja nichts gegen ihn, alles gut. Dann auch, glaube ich, gegen wen du mal getweetet hast, war Stay, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, also mit Stay war auch einiges, ja. Was ging da so ab? Ich habe es im Kopf, irgendwas war da, aber mir ist nicht mehr genau eingefallen. Ich habe es auch nicht gefunden, leider. Ja, Stay und ich hatten schon immer so früher Meinungsverschiedenheiten gehabt. Die haben wir jetzt aber auch alle geklärt so. Also für mich gibt es auch gar keinen Stress und auch sowas. Auch Privatgerede geklärt, was soll das? Du nimmst mich in die Themen weg, ey. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitkommst. Stay wurde jetzt ja irgendwie so halb von seiner Community gecancelt, weil er bei GTAP in Schwarzen gespielt hat, ne? Das habe ich gesehen. Ich glaube, es war nicht, waren halt wahrscheinlich irgendwelche Hater, finde ich total schwachsinnig. Ja. Er hat dann aber auch aufgehört, ne? Also jetzt eingesehen. Ja, hat er aufgehört. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie viel da dran ist und wie ernst das Ganze da so war, also wie krass das jetzt schon in diese Richtung da gegangen ist und so alles. Das ist halt, ich finde generell das Problem, weil jetzt eigentlich auch immer mit Dekadent rum, den kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Okay, die Kameras. Also ich weiß jetzt nicht, ob wie viel jetzt da noch kommt in Bezug auf Casino, aber wir können uns das einfach mal weiter noch anschauen. Ich finde das aber zumindest nochmal, um darauf einzugehen, also diesen Sinneswandel, also das heißt, er hat ja letztlich gesehen sehr negativ über Casino gesprochen, ja, und er, wie wir alle wissen, hat er einen Casino-Deal angenommen und das muss eine verdammt hohe Summe gewesen sein, weil so vom Reden her, ja, so wie er sich über Casino geäußert, hörte sich das ja alles sehr, sehr vernünftig an. Also man kann jetzt nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, den Eindruck, den ich jetzt so über Skiro gewonnen habe, ist aus meiner Sicht sehr, sehr positiv, ja, und das, ja, also es muss schon eine gigantisch hohe Summe gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass man, wenn einer die Summe weiß, die geflossen ist, schreibt die mal rein, das würde mich wirklich mal interessieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das, weil ein Sinneswandel kann ja nur ausgelöst sein durch Geld in dem Falle. Ja, weil er sich ja eigentlich sehr, er hat sich ja eigentlich von Casino in dem Punkt distanziert gehabt. Ja, und hat auch die ganzen Nachteile von Casino selber genannt. Also die sind jetzt nicht irgendwie genannt worden von jemand anders, ja, also von Tanzverbot oder sonst wie, sondern zu diesem Zeitpunkt hat er sie selber, aufgezählt und also es muss schon, ja, krass sein. Einfach krass sein. Also gut, menschlich, Menschen sind immer käuflich. Ab einer bestimmten Summe würde auch ein Tanzverbot oder ein Alpha Calvin sich sicherlich auch überstimmen lassen. Es ist nur eine Frage der Summe oder des Angebotes. Also, ne, also es gibt ja nun, muss ja nicht unbedingt immer Geld sein, können ja auch andere Sachen sein, ne, die einen bewegen, um eine Entscheidung, die man mal getroffen hat, zu revidieren. Ich bin eben gerade ausgegangen, weil sie zu warm war. Was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte, ist ja auch, was wollte ich gerade sagen, mit Dekadent. Ah ja, genau, die hat auch so ähnliche Community wie Dekadent, die haben ja auch einen Podcast zusammen und so. Genau. Und das sind halt so diese überwoken Leute, so weißt du, so alles ist irgendwie so rassistisch und alles ist so, werden Frauen unterdrückt und so. Und ich finde, wenn du dir jetzt so eine Community holst und dann zum Beispiel sowas machst, wie halt einen schwarzen Charakter in GTRP, läufst du halt immer Gefahr, dass die eigene Community dich dafür auch kritisiert, so, weil die halt auch sehr krass zu so diesen Film schieben, so alles ist rassistisch, so weißt du? Und ja, ich glaube halt, dass das auch daher. Da muss man aber immer auf den Einzelfall natürlich auch gucken, was es geht natürlich. Ne? Also es ist für mich auch eine schwierige Thematik, Rassismus, Frauen heutzutage, Co. Muss man natürlich immer im Einzelfall gucken, ist das auch berechtigt vielleicht, was die Leute sagen oder halt eben nicht. Ja, keine Ahnung, also ich habe das noch nie gehört all die Jahre, dass jemand irgendwelche Probleme hat, weil er einen schwarzen Charakter spielt. Das ist schon krass. Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Leute dieser Missgunst, Neid auch tatsächlich, man kann Stay, es ist so Charaktere wie Stay, mich und so kannst du easy nicht leiden. Ja, und da findest oder du ich kenne das. Also. Ja, findest du halt sehr schnell Gründe. Ja, dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld, aber du trägst ja auch schon immer wieder mal Markenklamotten, also wie viel Geld du dafür ausgibst. Oder hast du nur dieses eine Gucci-Hemd, was du machst? Ich habe tatsächlich 3 Gucci-Shirts mal. Und zwar so, okay. Ich sehe dich immer damit. Ich denke so, okay. Ja, das Ding ist, ich habe 2 blaue und 1 braunes und
eigentlich sollte das eine blaue, was goldenes sein, die mir einfach das falsche geschickt und ich war zu faul, das zurückzuschicken. Ja, kenne ich. Ich habe auch noch Schuhe zu Hause, die mir zu klein sind, aber ich war einfach auch zu faul, das irgendwie zurückzusenden. Ich dachte, ja, komm, behalt einfach. Ich bin jetzt gezwungen, durch Kevin eine Rolex mir zu kaufen tatsächlich. Ich habe ihm gesagt, wenn ich auf Twitch zurückkomme, kaufe ich mir eine. Ja. Wie läuft Twitch gerade? Also muss ich ganz ehrlich sagen, gut, als ich jung war, waren für mich Marken auch sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute... Also, ja, gut, ich mag Baumwolle, ja, ich mag Viskose. Das sind für mich Sachen, die wichtig sind. Lein, solche Sachen trage ich sehr gerne. Deswegen achte ich auch, dass die T-Shirts, die ich mir, wenn ich mir welche hole, dass sie eben halt, ich sag mal, aus Baumwolle hergestellt sind. Ne? So, jetzt kann man natürlich sagen, was für eine Baumwolle, weiß ich nicht. Ja, muss ich, also juckt mich in dem Punkt dann auch schon wieder wenig, weil über Lieferketten das nachzuvollziehen ist sehr, sehr schwierig, ja. Zumal in der Preisklasse, in der ich kaufe. Also so ein T-Shirt wie das jetzt hier kostet, glaube ich, dafür habe ich, glaube ich, 3 Euro bezahlt. Ja, kann man jetzt sagen, sieht scheiße aus oder so, ne? Aber für mich reicht es, ja. Also ich bin da jetzt nicht anspruchsvoll. Meine anderen, also ich habe mir letztens bei Shein in so ein schönes Leinenhemd geholt. Das war auch etwas teurer. Also es ist jetzt nicht echtes Lein, es ist auch Baumwolle. Aber von der Struktur, so eine Leinstruktur und so weiter, habe ich, glaube ich, das war etwas teurer. Da habe ich, glaube ich, das war um 15 Euro oder sowas rum. Kann auch 20 gewesen sein. Aber durch den Rabattcode, den ich hatte, ist es nachher irgendwie auf, keine Ahnung, 7 Euro oder sowas runtergegangen. Müsste ich jetzt in meinen Account, ich habe lange nicht mehr eingekauft bei Shein, weil ich genügend habe, also das, ich habe reichlich T-Shirts, ich habe genügend Hemden etc. Gut, paar Hosen könnte ich, ein oder zwei Hosen könnte ich noch, nee, habe ich eigentlich auch, also sommermäßig bin ich sehr gut noch, weil ich kaufe eigentlich immer für den Sommer, weil ich nicht in Deutschland bleiben möchte, kann ich schon mal gleich vorweg sagen, ich brauche die Wärme. Deswegen ist alles bei mir, was ich mir meist kaufe, sommertechnisch irgendwie für den Sommer gedacht. Aber ich habe auch ein paar Sachen für den Winter. Ja, so, ich gebe nicht viel aus. Also, obwohl ich gelernter Herrenschneider bin, ja, aber ich weiß nicht, das hat für mich diese Wertigkeit verloren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mir keine Rolex holen. Also hätte ich jetzt kein, also zumal A habe ich hier mein Tattoo, ja, das heißt, das würde mein Tattoo, mein D überdecken, also das schon mal auf keinen Fall. Ja, also deswegen, nein, ich weiß gar nicht, wie ich mein Geld, also wenn ich Geld hätte, wie ich es anlegen würde, keine Ahnung. Ich würde es entweder in eine Firma hinein investieren, solche Sachen eher machen. Ne? Oder was weiß ich, mein Projekt weiter ausbauen, solche Sachen. Aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie Rolex oder andere Sachen holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil das ist für mich, klar, sagt man immer, hat mein Vater auch gesagt, ne, wenn du eine Rolex hast, kannst du Notverkauf machen, kriegst immer irgendwie was, kriegst ein Laib Brot oder so dafür. Ja, alles richtig, aber nee. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Rolex-Fan. Als ich jung war, ja, fand ich Rolex toll. Ja, aber heute juckt mich das alles gar nicht mehr. Weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, und das hat vielleicht auch, diese Einstellung hat auch vieles in mir verändert. Das heißt, für mich sind soziale Kontakte viel, viel wichtiger. Essen gehen mit Freunden ist für mich wichtig. Solche Sachen. Also hast du bisher nur einmal gestreamt oder schon mehrmals? Dreimal jetzt. Weil ich war im Urlaub, ich krieg's nicht mit halt. Wie viel zuschaust du da gerade immer so? Also beim ersten habe ich ja gesehen, Peak 16.000 und so, ist halt krass. Also das ist auch der erste Stream gewesen. Genau, ja, genau. Ich war jetzt auch nicht wirklich werten so. Mein Peak waren 16.000, genau, waren so, oder 10. Und gestern und vorgestern 6 bis 8 war der Schnitt. War super gut, also ja. Ordentlich zurückgekommen. Hast du da so ein bisschen Sorge, dass es irgendwie nicht so klappt? Oder war schon so klar, so ja, Mann, ich übernehme jetzt wieder Twitch? Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht wüsste, dass ich viele Zuschauer hätte. Ich sag mal so, alles ab 2500 war an dem Punkt, wo ich sagte, freue ich mich, wenn es so ist, weil das habe ich halt auch mindestens auf YouTube so. Ja, ja, von 16.000 schon heftig, ey. Da kam Papa Platte gerade nur von Träumen. Ja. ja, wie ist das bei dir so mit Zukunft? Wie ist da auch eher halt Twitch durch? Das ist auch so ein Punkt, ne? Man merkt schon durch diese Spitzen immer, dass so,
Es ist auch sehr viel Neid, denke ich mal, in dieser Szene, in der sich die Leute da bewegen. Ja, auch für mich, also das wär jetzt auch nicht so erstrebenswert. Also ja, wenn die Leute nett sind oder sowas, ja, aber jetzt, ja, nee, ich ist irgendwo doch nicht so ganz meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich andere Prioritäten. Aber gut, lass sie sich bekriegen, wie sie sich bekriegen, ne? Also das würde ich mir auch nicht mir antun. Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ja. Ein sehr freiheitsliebender Mensch. Deswegen, also würde ich, das ist auch ein Punkt, weshalb ich wirklich ein Problem habe, den Affiliate-Button bei Twitch zu drücken. Also ich habe ihn, ja, auch sehr recht schnell bekommen. Aber ich drücke ihn nicht. Also ich gehe nicht den Vertrag ein, weil sie mich dazu zwingen, dass ich dann letztlich gesehen nirgendwo anders streamen darf. So, geht mir schon wahnsinnig gegen den Strich. Funktion finde ich absolut cool bei Twitch, ja, bei Trovo allerdings auch. Also Trovo hat da sehr, sehr stark nachgeholt oder aufgeholt, besser gesagt. Allerdings fehlen die Zuschauer im deutschsprachigen Raum. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Im Englischen sieht es anders aus. Also das heißt, wenn man englischen Content macht, dann kann man sehr gut damit, oder russischer Content oder ukrainischer Content, Russen, Ukraine, Spanien, ja, und Türkei, habe ich festgestellt. Das ist so, wo Trovo sehr stark vertreten ist und so weiter. Das könnte, das läuft, wenn man die Sprachen beherrscht, gut. Aber ansonsten Deutsch, nein. So. Ja, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Das ist aber ein Grund, weshalb ich den Button nicht drücken würde. Ja, weil Einschränkung meiner Freiheit.
Ich bin der Meinung, dass Alva Kelvin das ja auch gesagt hat in seinem Video, dass, und Skuro hat das ja letztlich gesehen, auch in seinem Instagram-Post auch zum Ausdruck gebracht, dass er durch die Casino-Streams erst richtig zugelegt hat an Leuten. Das ist zum Beispiel für mich eine Sache, die ich eigentlich so nicht ganz nachvollziehen konnte, dass das so ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ja eigentlich eher gedacht, dass man durch Casino-Streams Leute verliert, aber nicht gewinnt. Ja. Das nur mal so am Rande. Also das kam mir so gerade in den Sinn. Wollte ich einfach nochmal loswerden. Ja, also haben wir gesehen, haben wir gelernt. Also sehr interessantes Video. Also die Informationen, die da drinne steckten. Gut, der erste Teil ist auch nicht schlecht. Also wenn man jetzt GTA-Fan ist und so weiter. Ne? Mir jetzt nochmal GTA geben, das wäre jetzt nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel finde ich nicht verkehrt, aber jetzt, ich bin jetzt auch nicht der absolute Fan davon. Ich fand das sehr interessant. Die Einstellung zum Casino und der Sinneswandel, den wir ja kennen. Ja? Und das würde mich wirklich interessieren, wodurch der gekommen ist. Also so ein Statement würde mich wirklich mal interessieren, wo jemand ganz offen sagt, aus dem und dem Grunde, weil die und die Summe geflossen ist, habe ich mich umentschieden. Ja? Weil er hat ja sich eigentlich komplett gegen Streaming ausgesprochen. So, und ich habe auch ein Video gesehen, da wollte ich, habe ich drauf schon reacted oder wollte ich noch? Wollte ich eigentlich noch. Von Alpha Kelvin hat ja auch ein Video dazu gemacht, wo auch Orange Morange letztlich gesehen sich komplett gegen Streaming Casino ausspricht. Und deswegen, es müssen verdammt hohe Summen sein, dass man dann, ich sag mal, so weit abrückt von seiner ursprünglichen Meinung. Ja, das ist schon krass. Gut, also, das war jetzt erstmal mein neues Intro, was ich ausgetestet habe. Ich will das noch weiter ausbauen. Ich habe noch so einige Sachen, die ich ganz lustig finde. Ich kann auch hier nochmal zeigen, so zum Bye-bye sagen, ne? Jetzt ist es soweit. Winke, winke. Genau, winke, winke. Denkt dran, ne? Lasst ein Like da. Folgt dem Channel und so weiter. Ah, meine übliche Leier. Guckt euch meine anderen Videos an, dann kennt ihr das. Ich will den Button haben, ne? Und Step by Step. Okay, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich kann noch sagen, es kommt noch ein zweites Video, gerade dazu. Das habe ich auch schon mir in die Pipeline reingelegt, wo auch nochmal KuchenTV sagt und erklärt, warum er dieses Video, was wir gerade gesehen haben, veröffentlicht hat. Weil das ist 2 Jahre alt. Das ist schon krass, krank. Okay, also, bis denn, wünsche euch was. Dragonhill. Den kleinen will ich euch nochmal, den muss ich euch nochmal zeigen. Den finde ich so süß.